Hey Leute, wir spielen mal ein kleines Spielchen. Dieser Account hier wurde von einem Freund von mir gezeigt. Der Typ heißt SupportBeyondADC, war letzte Season Silber 2, Pillenmotor auf Silber 3 rum mit einer negativen Winrate. Jetzt mal eine Frage an euch. Was fällt euch an diesem Account auf? Na, es gibt ja so ein paar kleine Sachen, die am auffallen. Ne? Okay, hier links ist alles grau. Okay, er ist silber. Er spielt sehr viel Soraka, was kein Verbrechen an sich ist. Er scheint Komet zu lieben, denn er spielt seine Kaiser auf ein AP-AD-Mix-Bild. Hier auch mit noch einem Last Whisper und sehr komischen Items. Aber an sich würde man denken, ey, Silberspieler. Oder? Also ich würde jetzt mal ja sagen. Hat mal gute Games, hat mal schlechte Games. Grundsätzlich Silberspieler. Okay, gut. Dann machen wir jetzt mal folgendes Spielchen. Wir gehen jetzt einfach mal in eins seiner Games rein und gucken uns das mal an. Oh. Okay, er spielt scheinbar Kaisers Support. Lass mal nachgucken. Hat er hier irgendwo ein Support-Item? Nee, hier hat er keins. Hier hat er auch keins. Oh, okay. Hier hat er eins. Spielt er wohl Kaisers Support. Okay, Leute. Gucken wir mal rein. Gut, er covert den Midlane-Turm. Super, der Sieg steht ja nicht da. Sehr nett, sehr, sehr nett. Aber eben kurz eben einmal ein bisschen schneller. Was runden wir überhaupt mit? Okay, sehr blaue Runen auf jeden Fall. Stimmt, mir fällt auf. Im Precision-Baum. Warte mal, in den Runen? Bäumen sind die Farben der Runen immer gleich mit dem Baum? Das fällt mir erst jetzt auf. Na egal, okay. Okay, gut. Ne? Er wird erst natürlich runtergehen und helfen. Ja. Oh, wait. Warte, warum ist er in der Mitte? Okay, er wollte nur kurz poken. Er will sich kurz sein Gold abholen. Ne? Geht natürlich schneller als auf der Botlane. Okay. Warte mal, er chillt hier ja immer noch. Okay, dem Sig scheint das nicht zu gefallen. Fragezeichen ping. Fragezeichen ping. Okay, ja, aber jetzt hat er sein Gold bekommen. Es geht nach unten. Er lässt den ersten. Fragezeichen ping, Fragezeichen ping. Ja, Leute. Das hier, sind die Inhalte in seinem Game. Und wir hatten sowas schon mal. Erinnert ihr euch noch an, wie hieß man nochmal? Dieser Teemo-Spieler aus NA. Aber mir fällt der Name nicht ein. Nubrak. Der hat in NA High Elo so etwas ähnliches gemacht. Er hat Teemo gespielt, ist dann in die Midlane hingegangen und hat dann seinen Midlaner-Support. Und ich glaube auch später auch seinen Toplaner. Oh, warte, der Typ ist actually fucking bad. First Party für Morde. Okay, ich wollte gerade sagen, das kriegt er nicht aber auch noch, oder? Und da gab es eine riesige Diskussion innerhalb der Community. Warte, geht jetzt überhaupt runter? Ich weiß gerade gar nicht. Okay. Jetzt kann man sagen, ey, Silphi, komm, ist doch nur ein Game. Ist doch nur ein Game. Leute, also ich bin mal durchgegangen. Ihr seht auch hier, ich bin in seine letzten drei Games reingegangen. Und in jedem dieser drei Games hat er genau dasselbe getan. Ja, ich meine, wir können doch mal kurz reingehen. Mal gucken. Lass mal eben einfach mal in ein viertes reingehen. Ups, nee, warte, das hatte ich mir bereits runtergeladen, oder? Nee, das ist wieder. Wir gehen mal rein. Ich war in diesem Game noch gar nicht drin. Aber in diesen drei Games hier vorne hat er immer dasselbe getan. Er ist immer in die Mitte hingegangen, hat seine Leute abgefuckt. Aber es ist abgefuckt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber das würde mich persönlich astro-hart abfucken, wenn jemand das tun würde. Und geht er hier auch in die Mitte? Ja, hier geht er auch in die Mitte. Ja, Leute, das Game kenne ich gar nicht. Und da tun mir seine Mates voll leid. Also, jetzt ist natürlich hier die Frage, im Vergleich zu Nubrak. Nubrak war ja, glaube ich, Peak. Achso. Nubrak war ja, glaube ich, Peak Master oder sowas. Maybe Grandmaster? Ich weiß nicht genau, was er. Auf jeden Fall bei Dia Plus. Dieser Typ hier ist Silber. Ja, dann stelle ich mir die Frage, okay. Leute, Hand aufs Herz. Würdet ihr so ein Verhalten bannen? Ich wusste ehrlich, am Anfang dachte ich mir, Digga, du Bastard. Was läufst du die Leute runter? Aber er läuft sie nicht runter. Er spielt alternativ. Ich glaube, alternativ ist ein sehr, sehr gutes Wort. Okay. Vielleicht weiß er es nicht besser. Er hat letzte Season mit Silber beendet. Wir wissen aber nicht, wie lange er Ranked gespielt hat. Oder ich weiß es zumindest nicht. Warte mal, jetzt chillt er einfach nur. Okay. Er bullet schon den Gegner. Ja. Schwierig. Da
Das ist so, als würdet ihr einen Behinderten dafür flamen, dass er behindert ist. Versteht ihr, was ich meine? Also ich finde sein Verhalten spielstörend. Straight up, finde ich Spiel schon. Aber wenn ich jetzt Riot wäre, würde ich nicht wissen, was ich da tun würde. Und jetzt stelle ich mir folgende Frage auch gerade so ein bisschen. Also es kommt mir so gerade während des Flows des Videos. Sind die Tutorials von Riot für das Spiel überhaupt hilfreich? Also klar, sie müssen nicht jedem helfen. Ah, Dead. Lol, die hat trotzdem noch geflasht. Sind die Tutorials überhaupt hilfreich? Als Beispiel, Leute, Smite kann man erst mit Level 9, glaube ich, benutzen. Aber gibt es ein Tutorial für den Jungle? Gibt es so ein kleines Tutorial für die Midlane? Ey, ich meine, anstatt dass Riot KDA-Videos macht, wie wäre es denn, wenn sie vernünftige, kurze Tutorials machen für die einzelnen Lanes? Mit einzelnen Sachen, die man wissen sollte. Ey, so funktioniert ein Lasted. So machst du es am besten. Ey, in die Midlane, da kommen Mages hin. Und da musst du da und darauf aufpassen. Natürlich nicht alles perfekt ausgelegt. Ja. Aber ich stelle mir die Frage jetzt aber, kommt so ein Verhalten, weil der Typ sagt, nee, ich hab da... Moment, wir machen Folgendes. Wir gehen mal in sein letztes Game hin. 9, 12, 9. Und gucken da mal rein. Ob er hier genau dasselbe gemacht hat. Denn vielleicht hat sich das Verhalten erst neu ergeben. Das kann sein. Also ich... Also Leute, versteht ihr mein Problem? Ich weiß nicht, ob der ein Troll ist. Ich weiß nicht, ob er einfach bad ist. Also aus unserer Sicht bad oder aus seiner Sicht unerfahren. Ja. Andererseits denke ich mir, ey, er heißt Support Bear. Nee, er macht hier schon wieder dasselbe. Schaut das Support-Item, verkauft es später. Null, hittet sogar. Und macht dann genau den Kampf. Leute, Frage an euch. Was würdet ihr tun? Ja, das interessiert mich tatsächlich. Im Normalfall bin ich immer sehr straight up mit dem, was ich tun würde. Weil ich auch eine sehr feste Philosophie dem Ranked gegenüber habe. Ja. Klar, ich kann zum Typen auch sagen, ey, also grundsätzlich würde ich immer sagen, wenn man solche Strategien spielt, das kannst du mit deinen Freunden gerne üben, das kannst du im Clash machen und so weiter. Ist der AFK? Nee, okay. Ja, da kann man sowas immer machen. Oder halt im Flex, ja, Firma Flex oder so. Oder im Dreier Flex von mir aus. Wenn man Duo mit Mitte und ADC ist, I guess. Aber hier weiß ich nicht, ob der Typ einfach nur blöd ist. Und es nicht besser weiß. Ja. Andererseits denke ich mir, der Account heißt Support Behind ADC. Das heißt, er muss schon ein bisschen Erfahrung haben. Irgendwo weiß ich nicht, Leute. Mega schwer. Mega, mega schwer. Aber Leute, ihr könnt dazu eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Ich mache es mir hier echt selbst zu schwer. Ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen verständlich für einige von euch. Grundsätzlich ist es ein Troll, egal ob er es nicht weiß oder ob er es weiß. I don't know. Ja, schreibt ihr eure Meinung in die Kommentare rein. Ich bin dann aber auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.